Liebe Schwestern und Brüder, es ist ja nur ein ganz winziges Kirchlein, ein wirkliches Kirchlein, eine Kapelle im Grunde genommen, deren Weihe wir mit der franziskanischen Gemeinschaft heute feiern, dort in Assisi. Aber ein bedeutendes Kirchlein, ein Kirchlein, um das sich Franziskus sein ganzes Leben lang bemüht hat, für das er eine besondere Sorge entwickelt, weil dort seine Berufung ihren Anfang nahm, die Gründung der Schwestern und der Tod des Franziskus. Alle sind mit diesem kleinen Kirchlein verbunden, das man heute ein wenig suchen muss, weil eine Riesenkirche darüber gebaut ist. Aber es geht immer um dieses kleine Kirchlein. Ich sah heute Nachmittag per Zufall ein Video, da wurde vor einiger Zeit in Frankreich eine riesengroße neugotische Kirche abgerissen. Sie wird einfach nicht mehr gebraucht. Ich fand einen ganz starken, nicht nur Widerspruch, sondern auch einen physischen Schmerz, wenn man diese Bilder sieht, wie der Abrissbagger da hereingeht und die gotischen, wenn die auch neugotisch sind, die Rippen heruntergebrochen werden und das ganze Dach einstürzt und die Rosette eingerissen wird. Naja, wir sind mit solchen Bildern ja inzwischen vertraut, denn sie finden ja nicht nur in Frankreich statt. Abriss oder Sorge und Aufbau, wie bei Franziskus. Welch schreiender Unterschied. Aber was macht den Unterschied aus? Müssen wir das nicht einfach hinnehmen, dass sich halt jetzt die Zeit für diese Kirchen überlebt hat? Es gibt ja nicht wenige Stimmen, die sagen, auch für die paar Männiken, die da kommen bei euch, da im Kloster am Rande der Stadt, was braucht ihr eine solche Kirche? Was kostet die an Heizung und an Unterhalt? Wo liegt der Unterschied zwischen dem, was uns Franziskus bis heute aufträgt und dem, wie wir uns oft verhalten? Rationalisten, die wir sind. Pragmatiker, wir hatten die Tage schon. Natürlich, wir erzählen dann wie die Jünger auf dem See vom Gegenwind. Darüber könnten wir ganze Bücher schreiben. Wir brauchen aber nur die Zeitung aufzuschlagen, dann finden wir den Gegenwind schon. Da rascheln uns schon die Blätter ins Gesicht bei dem, was da berichtet wird. Es sei denn, zur Zeit wenigstens noch, es geht um den Papst. Aber sonst Gegenwind. Kleinglauben, den kann man sozusagen in Scheiben herunterschneiden. Da braucht man nicht nur Bücher drüber zu schreiben. So groß ist der. Eines hat dieses kleine Kirchlein gefüllt, liebe Schwestern und Brüder. Und offenbar ist es eines, das bis heute Menschen begeistert, in der Spur von Clara und Franziskus zu gehen. Es ist das Bekenntnis, das die Jünger ablegen. Und es ist, das sich Franziskus zu eigen gemacht hat. Und dass er nicht für sich beansprucht hat, weil er der tolle Franziskus ist. Sondern dieses Bekenntnis, dieses lebendige Bekenntnis, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn, ohne Wenn und Aber. Nicht eine kleine Unterscheidung hier, noch eine kritische Quelle dort, noch einen theologischen Einwand hier. Nein, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Punkt. Anders kann man als Christ nicht leben. Wenn man anders lebt, wenn man auf diesem Wackelpudding von Einwänden sich aufbaut, sieht man. Dann rücken die Abbruchkommandos an. Dann ist der Kleinglaube irgendwann Verzweiflung und bringt Verzweiflungstaten hervor. Nein, es ist dieses kleine Kirchlein gefüllt bis oben an, bis in den letzten Brocken, in den letzten Krümel von Putz mit diesem Bekenntnis. Und dieses Bekenntnis ist es, das bis heute strahlt. Das ist das, was Franziskus ausmacht. Der dieses Bekenntnis zu Christus verbunden hat mit seinem Leben in der Kirche. Das war damals auch nicht gerade schön, wenn man sich so die Päpste anschaut und ihren Namen liest. Nicht vergnügungssteuerpflichtig. Aber Franziskus hat sie ausgehalten und sie haben ihn ausgehalten, weil sie wussten, dass es um mehr geht als um sie selber, um ihre Genialität oder ihre politischen Schachzüge, um ihre Einfälle oder ihre Ideen. Sie wussten, es geht um dieses eine. Du bist Gottes Sohn. Wahrhaftig. Wann lernen wir, uns genau darauf zu gründen? Damit wir nicht wieder unseren Glauben errichten, sondern auch wieder Kirchen bauen.